Hallo und willkommen zurück zu Wer weiß denn sowas? Ich! Deswegen also jedenfalls habe ich beim letzten Mal gewonnen. Deswegen gebe ich meinen Daumen hoch, ja. Jetzt heißt es Revanche. Runde 2. Es wird nicht lang gefackelt. Ich habe hier mein schönes Wasser neben mir. Ich nicht. Damit ich stets hydriert bin. Ja, siehst du, dann arbeitet dein Gehirn nicht mehr richtig, Mensch. Aber ich habe mein Getränk heute am Boden. Ich hab's in einem Glas. In dem Glas, welches da auf dem Tisch steht. Ich hab eins, meine Flasche, am Boden stehen. Wenn ich immer am Boden bleibe. Und ich abhebe. Vor Erfolg. Ja. Du bleibst wirklich immer am Boden. Wussten Sie eigentlich, dass Mal besiege. Die Esche der einzige heimische Baum ist, der schwarze, behaarte Knospen hat? So wie meine Beine. Ja, wir spielen heute mit zwei wunderbaren Teams. Wir schauen aber wie immer zum Anfang der Sendung erst einmal darauf, wie viele Menschen sich hinter welchem Team versammelt haben. Denn auch heute durfte unser Studiopublikum ja wieder frei entscheiden, alle sind auf bei mir. Welcher Seite das sie rechts Platz ist eine Illusion. Möchten. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Buh, es sind ja weniger als beim letzten Mal. Es sind zwei Leute gegangen. Und das Team Elton. Oh, wir haben auch heute wieder 12 Kategorien, 12 Fragen, 500 Euro für jede richtige Antwort und einen Publikumsjoker für beide Teams. Ich bin schockiert. Hier ist unsere Wand. Die Kategorien sind heute Neuheit durch 17, Technik, andere Länder, andere Sitten, Down Under, Insekten, Clever, das Fragezeichen, Italien, grüner Daumen, Essen und Trinken und total genial. Ja, du weißt, was dir gehört und was mir gehört. Das Team, das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte, darf die erste Kategorie auswählen. Was soll eure erste Kategorie sein? Ja, ich glaube, da sind Elton und ich uns einig. Essen und Trinken. Also ich persönlich würde gerne Essen und Trinken nehmen. Das wusste ich. Nehmen wir. Warum sollten angebrochene Flaschen Leinöl immer gut gekühlt werden? A. Bei Zimmertemperaturen entstehen Schadstoffe. B. Omega-3-Fettsäuren reagieren bei Kälte zu Omega-6-Fettsäuren. Oder C. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren machen es sonst bitter. Nochmal. Bei Zimmertemperaturen entstehen sich... Warte mal. Bei Zimmertemperaturen entstehen Schadstoffe, Omega-3-Fettsäure reagieren bei Kälte zu Omega-6-Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren machen es sonst bitter. Ich bin mir zu 65% sicher, dass es B nicht ist. Deswegen fragen wir mal Elton, was jetzt. B schließe ich einfach mal aus, weil warum ausgerechnet nur bei Leinöl? Eben. Ich glaube auch nicht, dass bei Zimmertemperatur Schadstoffe entstehen. Was sagt Elton? Ich bin für A. Alter. Also ich persönlich... Also... Wir sind uns einig, dass es B nicht ist. Das ist schon mal gut. Auch wenn Elton sagt, dass bei Zimmertemperatur Schadstoffe entstehen, gehe ich eher davon aus, dass, man ja jetzt weiß, wie ungesättigte Fettsäuren funktionieren, dass es bei angebrochenen Leinölflaschen, dazu kommt, dass die ungesättigten Fettsäuren es, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren es bitter machen. Also C. Ich würde C mal ausschließen. Ja, da haben wir jetzt ein Problem. Und zwar sagt Elton A, ich sag C.
Also welche Antwort nehmen wir? Nee, B sind wir ja uns einig, dass es nicht B ist. Ja, was nehmen wir? A, Elton oder C, Phelps? Da ich ja in der letzten Runde, beim letzten, das Brain war von uns beiden und der Gutaussehende und der Elton einfach nur das Team ausgefüllt hat, nehmen wir C. Ich riskiere meinen Kopf. Und sagen C. Ihr sagt C. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Ja. Bin gespannt. Leinöl gilt als besonders hochwertiges Pflanzenöl, weil es reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist. Im Vergleich zu gesättigten Fettsäuren verbinden sich diese mit anderen Molekülen. Dem Körper hilft das bei der Zellbildung. An der Luft aber sorgt es dafür, dass die Fettsäuren bei Hitze schnell zerfallen und als Reaktionsprodukt schlecht schmeckende und riechende Stoffe entstehen. Es wird ranzig. Wer das verhindern will, sollte es im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 4 bis 6 Wochen verbrauchen. Also nichts mit Schadstoffen, sondern bitte. Richtige Antwort. Ich bin beeindruckt. 500 Euro auf euer Konto. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Ja, da sind wir uns auch einig. Na, das finde ich gut. Achso, ich habe eigentlich in der norditalienischen Stadt Vicenza. A. Gibt es keine einzige Uhr? B. Wird das ganze Jahr Weihnachten gefeiert? Oder C. Stehen Vorbilder des Weißen Hauses und des Berliner Reichstags? Ja, vorstellen kann ich mir das auch. Wieso? Was denn? Ja, schon wieder Weihnachten? Ja, morgen auch. Scheiße, ich muss für morgen Geschenke kaufen und für übermorgen und für übermorgen. Ach ja, für heute habe ich auch noch vergessen. Ich meine, C schließen wir aus. Wie? Das ist das Wahrscheinlichste. Okay, nein. Das Wahrscheinlichste ist A. Das würde mich insofern wundern, weil da muss ja nur einer mit einer Uhr durchlaufen, dann gibt's da eine. Das stimmt auch. Stimmt, ja. Ah, das. Aber wieso feiern die. Also. Also ist B oder C? Weil, so wie Bernhard das gesagt hat, ergibt ja Sinn, ne? Wenn ich da mit einer Uhr reinlaufe, gibt's eine Uhr in dieser Stadt. Also von daher. Oder was ist, wenn du gerade auf bist und dir wird die Uhr abgenommen? Ja. Aber das. Jetzt frage ich mich wiederum, wie willst du bitte in dieser Stadt arbeiten, wenn du nicht einmal weißt, um wie viel Uhr du gerade aufstehst? Das ist auch ein gutes Argument. Warum helfe ich dir eigentlich? Ja, ich weiß es nicht. Bei 10 muss denke ich so die ganze Zeit, würde man das nicht schon einmal gehört haben? Also wär das nicht irgendwie ein wichtiger Fakt in Italien, wenn da irgendwie Vorbild der das Weiße Haus und des Berliner Reichstags stehen würden in so einer Stadt? Das würde man doch irgendwie schon mal gehört haben. Aber das ganze Jahr Weihnachten kann ich mir nicht vorstellen. A, auch nicht. Ich sag trotzdem C. Das ist das Einzige, was für mich Sinn ergibt. Auch wenn Bernhard der Meinung ist, die feiern dort 365 Tage Weihnachten. Es wäre ein ganz schön teures Jahr bei denen immer. Ich gehe die Stadt da nie besuchen, wenn es stimmen sollte. Ich nehme C. Ich nehme C. Wir haben C eingeloggt. Aber die Frage bleibt, so. A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. 1, 2 oder 3. Bei einem Rundgang durch die norditalienische Stadt Vicenza werden Besucher eine gewisse Vertrautheit verspüren. Dafür ist der Architekt Andrea Palladio verantwortlich, der Gebäude im Stil der römischen Antike baute. Vorbild waren Tempelfronten mit Dreiecksgiebel und schweren Säulen. Sein Baustil wurde auch als Palladianismus bekannt und beeinflusste ab dem 17. Jahrhundert die Baukunst in Europa und Amerika. So sind das Weiße Haus in Washington und der Berliner Reichstag Palladios Bauten nachempfunden. 500 Euro, die ersten auf eurem Konto! Ja. Ich wollte nochmal anmerken, ich habe mir sowas gedacht. Wir machen mit euch weiter. Ist irgendwie sowas Dummes.
So, da ich jetzt nicht deins wegnehmen möchte, weil ich habe eigentlich an was anderes gedacht. Oh. Überleg mal, Bernhard, und dann, was könnte hierzu noch passen? Deswegen frage ich einfach mal Elton, was er denn mit seinem grünen Daumen gerne macht. Völlig egal. Egal. Okay, Elton, das war clever. Wollen wir mal mit den Haushaltstipps anfangen? Ja, machen wir. Also clever. Ja. Welcher einfache Test gibt Aufschluss darüber, ob jemand über den Tag hinweg genug Flüssigkeit zu sich genommen hat? A. Die Finger beider Hände gegeneinander pressen. B. Mit zwei Fingern die Haut am Handrücken nach oben ziehen. Oder C. Ein Glas mit der Öffnung an den Oberarm drücken. B. Wie schnell oder wie langsam das wieder runtergeht wahrscheinlich. Ja, okay, ich möchte einfach mal hören, was Elton zu dem Rest sagt, aber ich bin mir sicher, B. Was sagt er zu A? Also A würde ich ausschließen. Ja, ich auch, und C würde ich auch ausschließen, aber was sagst du dazu? C würde ich jetzt einfach mal ausschließen. Ja, ich sag B. Einloggen. Du hast auch B gedacht, dann nehmen wir einfach mal B. Wir haben ja. B eingeloggt. Ja. Hier hätte ich aber auch genommen. Das war die richtige. Ob man über den Tag hinweg genügend trinkt, kann mit einem einfachen Test festgestellt werden. Einfach mit zwei Fingern die Haut, beispielsweise am Handrücken, mit zwei Fingern vorsichtig nach oben ziehen. Schnallt sie gleich zurück, ist der Körper in der Regel gut versorgt. Der Druck in den Zellen sorgt dafür, dass die Haut in ihre ursprüngliche Form gleitet. Bleibt sie allerdings stehen, sollte dem Körper über den Tag verteilt mehr Flüssigkeit zugeführt werden. €500 obendrauf, 1.000 €. Ich bin gut gedreht. Das war clever. Eben total genial. Ja, weil wir es einfach sind, ne? Danke. Wer seinen Gartenteich auf natürlichem Wege von Algen befreien möchte, sollte A. Gurkenschalen auf der Wasseroberfläche verteilen, B. einen Eichenast ins Wasser legen oder C. wöchentlich einen Esslöffel Backpulver ins Wasser schütten. Also ich würde auch, natürlich würde ich C nehmen. Was, wieso? Ich hab gedacht, das ist so bescheuert, dass es definitiv nicht sein wird. Wieso? Was macht das Backpulver? Was? Ich wäre jetzt ehrlich gesagt auf B gegangen. Also B würde ich ausschließen. Weil vielleicht, dass halt, wenn du den Ast da reinlegst, dass die Algen halt den Ast befallen und dann tust du den halt immer wieder raus, reinigst den und so, ne? Ja, aber warum wäre das beim Ast so, nicht bei Gurkenschalen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was jetzt Gurkenschalen sind? Du verwechselst die mit den Algen dann. Keine Ahnung. Was sind die denn Esslöffel? Gut, ich sag nichts. Wir nehmen das. Ich tippe auf C. Okay, wir haben C eingeloggt. Kann das wirklich sein? Ich hab keine Ahnung. Ich hätte B genommen. Also ein starker Algenbefall im Gartenteich lässt auf einen hohen pH-Wert im Wasser schließen. Wer auf chemische Hilfsmittel verzichten möchte, nimmt einen Eichenast. Legt man ihn für mehrere Wochen ins Wasser, sorgen die enthaltenen Gerbsäuren für ein Absinken des pH-Wertes und hemmen so die unkontrolliert ansteigende Algenkonzentration. Ich höre nie wieder auf Bernhard. Aber aufgepasst! Den Ast vor der Zersetzung wieder aus dem Wasser holen. Sonst kehrt sich der Vorgang um. Das ist definitiv C, das weiß ich zu 100%. Wie machen wir weiter? Ich halt einfach bei deiner nächsten Frage einfach die Fresse, weil ich hab dich wahrscheinlich so verunsichert. Nein! Das wollte ich nicht. Bernhard hat mich so verunsichert, weil er gesagt hat, C, das ist es definitiv. Ich dachte mir so, was, wieso? Zucki Backpulver! Wieso? Er hat ja auch nur zu B gesagt, dass es definitiv nicht B ist. Bei A hat er gesagt, ja, keine Ahnung.
Ja, aber da hab das A hab ich ja schon selbst ausgeschlossen, weil ich nicht weiß, was Gurkenschalen im Wasser anstellen sollen. Wie steht eigentlich Elton zur Technik? Finde ich gut. Gut, dann machen wir jetzt das Wer weiß denn sowas Bingo. Technik. Tic-Tac-Toe. Der RA-Wert auf Leuchtmitteln sagt aus: A. Wie hoch die Lichtausbeute ist. B. Wie natürlich die Farbwiedergabe durch die Lichtquelle ist. C. Wie hoch der für die Entsorgung wichtige Quecksilbergehalt ist. In Leuchtmitteln, also LED, sowas. Verstehe ich's richtig? Ich kann dir nicht zu 100% sagen, was da gemeint ist, aber ich gehe mal davon aus. Okay, der RA auf Leuchtmitteln sagt aus, wie hoch die Lichtausbeute ist, wie natürlich die Farbwiedergabe durch die Lichtquelle ist. Also, wie hoch der für die Entsorgung wichtige Quecksilbergehalt ist. A würde ich ausschließen. Was sagt Elton? Also vom Sinn her ist A am besten. Ich rede einfach mit Elton. Warum rede ich mit ihm? Warum rede ich mit Elton? Ich weiß es nicht. Und das Ding ist... Weil er einen Panda auf seinem Shirt hat. Deswegen. Vor allem, warum habe ich am Anfang gesagt, ich möchte mich wieder mit Elton in ein Team? Ich mache das doch eh alleine mit ihm. Ich wollte gerade sagen, ich habe angeboten, mit Elton zu paaren. Aber das wahrscheinlich mache ich das einfach, weil ich es liebe, so gequält zu werden. Und weil es einfach funktioniert. Das ist die beste Paarung, die es gibt. Du bist ein Sadist. Ihr habt beim letzten Mal gewonnen, das muss man ja sagen, ne? Ja, eben. Quecksilber? Nee, also... Wie hoch der für den Song wichtige Quecksilbergehalt ist? Das ist nochmal die chemische Formel für Quecksilber. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Kai, kannst du mal die Fresse halten? Bist du ja noch schon als Elton. Ja, was sagt Elton zu B? Ja, komm. Was sagt er zu B? Also, keine Ahnung. Dachte ich mir. C? C würde ich jetzt einfach mal ausschließen. Gut. Ich würde A ausschließen, aber... was weiß ich denn schon? Verstehst du? Wer weiß denn sowas? Ja. Egal. Ich hab geschmunzelt. Ich glaube nicht, dass das den Quecksilbergehalt aussagt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie genau das eine natürliche Farbwiedergabe der Lichtquelle aussagen soll. Komm, nimm B. Also, ich bin mir sicher, dass A nicht ist. C würde ich einfach mal ausschließen, weil, Könntest auch das Publikum fragen. Nee, ich gehe all in on nothing. Okay. Doch, komm, wir nehmen B. Also, ja. Ich nehme B. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Beim Kauf von Leuchtmitteln helfen die Angaben auf der Verpackung bei der Auswahl. RA steht dabei für den Referenzindex. Der höchste Wert RA 100 enthält, wie das Sonnenlicht, alle Spektralfarben und lässt Gegenstände in natürlichen Farben erscheinen. Lichtquellen mit einem schmaleren Wellenlängenbereich haben einen niedrigeren Farbwiedergabewert. Ihr Licht sorgt für fahle Gesichter oder unappetitlich aussehendes Essen. Lampen im Esszimmer sollten deshalb mindestens RA 90 haben. Gut, dass du nicht auf Elton hörst. Wir kommen zu eurer nächsten Kategorie. Da. Bingo!
Weil es mit Italien so gut geklappt hat. Ja, dann lass uns die doch einfach nehmen. Ja. Andere Länder, andere Sitten. Auf welches im November 2018 erlassene Gesetz müssen sich Touristen in Rom einstellen? A. Pizza darf nur in Verbindung mit einem Getränk bestellt werden. B. Einem Gast dürfen nur 2 Espressi pro Stunde serviert werden. Oder C. Alkohol darf von 2 bis 7 Uhr nirgendwo mehr ausgeschenkt werden. Absurd. Danke, danke, da sind wir einer Meinung. Ja. Ich hab ein Gefühl, was es ist. Die schließen wir aus. Gut, dann sind wir ja wirklich auf einer Wellenlänge. Ja, ganz ehrlich, uns alle. Macht doch nur C, oder? Ja, natürlich. Der läuft ist laut. Und wahrscheinlich hat ja. Wahrscheinlich hat Rom Angst, also wahrscheinlich, weil viele Touristen da wahrscheinlich auch hinkommen, dass da dann ganz viele Probleme entstehen mit dem Alkohol. Und, ne, dann haben sie das eingeschränkt. Wobei, bis 2 Uhr, das ist noch nett. Also, das ist keine schlimme Einschränkung. Wir nehmen C. Ja, also wir loggen C ein. So, hier kommt die richtige Lösung. Im alten Rom waren Orgien allgegenwärtig. In der heutigen Zeit scheinen die Römer um ihren guten Ruf zu fürchten. Seit November 2018 hat die Stadt dem feuchtfröhlichen Treiben einen Riegel vorgeschoben. Zumindest nachts. Ab 2 Uhr dürfen Clubs und Diskotheken keinen Alkohol mehr ausschenken. Die Gäste müssen sich bis zum Morgengrauen mit Mineralwasser und Co. begnügen. Erst gegen 7 Uhr dürfen die Zapfhähne wieder geöffnet werden, falls das Lokal dann überhaupt noch auf hat. So, 1000 Euro bei euch. So, meine Frage, wieso habe ich eigentlich nur die Italien-Fragen richtig? Nächste Kategorie. Ich glaube, da kam man in die Celli durch. Was sagt jetzt Elton zum grünen Daumen? Nicht unbedingt, aber wir würden es trotzdem mal probieren. Okay, Elton, vor dem ersten Mal. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde es doch gerne mal probieren. Down Under? Das ist eine gute Idee. Dann nehmen wir das doch. In einem Nationalpark in Westaustralien versuchen Wissenschaftler A. mit Hilfe von Termiten die Bodenerosion aufzuhalten, B. einen künstlichen See aus Morgentau anzulegen oder C. die Natur in den vorkolonialen Zustand zurückzuversetzen. Okay, ich will einfach mal zu jeder Frage, zu jeder Antwort Eltons Meinung hören. Hat Australien viel mit Bodenerosion, außer wenn es windig ist, zu tun? See klingt natürlich groß, ne? Und bis man da einen See voll hat. Ja. Super. Aber warum sollten sie die Natur in den vorkolonialen Zustand zurückversetzen? Elton, deine Weisheit kennt kein Limit. Er hat jetzt bei jeder Antwort eine Frage gestellt. Das bringt mir halt so null. Publikumfrage und das Publikum etwas sagt, dann wird Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ne? Ja. Okay. Überlegen wir mal. Also, ein Punkt mit so einem See klingt ja jetzt schon mal erstmal groß. Und nochmal um
die zurück zur Frage zu kommen von Elton, warum sie die Natur in den vorkolonialen Zustand zurückversetzen. Eventuell war jetzt ja die Zeit mit den Europäern jetzt nicht die beste war für die Natur. Würde ich jetzt mal so tippen. Hust, hust, Emo-Krieg, hust, hust. Eben. Und deswegen würde ich C sagen, alleine wegen dem Fakt des Emo-Kriegs. Unter anderem. Ja, C. Soll ich einloggen? Ja, ich höre nicht auf Elton. C. Ihr nehmt C. Ja. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Der François-Perron-Nationalpark liegt auf der Perron-Halbinsel in Westaustralien. Seit 1995 ist der Park vom Rest der Insel durch einen Zaun abgetrennt, um nicht heimische Tiere am Eindringen zu hindern. So soll die Natur langsam, aber stetig in den Zustand vor dem Ankommen der Europäer zurückversetzt werden. Sie hatten damals Tierarten wie Wildkatzen oder Füchse eingeschleppt. Bedrohte heimische Tierarten wie Bürstenkängurus werden nun gezielt ausgesetzt, damit sie sich wieder vermehren. Ja, also 2000 Euro auf eurem Konto. Weiter geht's. Schrecken mit Ehrfurcht nieder. Neuheit ist echt schwer. Gut, wie wär's mit dem Fragezeichen? Wäre im Moment mein Favorit. Gut, dann nehmen wir das. Vielleicht kommt das mit Italien. Der sogenannte Wettersteiger. Ja. A. Sorgt für Frischluft in Bergwerken. B. Hängt am Korb eines Heißluftballons. Oder C. Zeigt den Luftdruck in einem Barometer an. Ja? Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Gut. Wir schließen jetzt erstmal das A aus. Also, wir sagen mal C eher nicht. Gut, du hast jetzt bei allen gesagt, dass es nicht ist. Ich habe keine Ahnung. Ich frage das Publikum. Das ist was fürs Publikum, oder? Wir fragen das Publikum. So, wer glaubt denn, die richtige Antwort zu kennen? Wer es glaubt zu wissen, steht mal bitte kurz auf. Es können auch mehrere sein. Warte, so, wer soll eine geile Typ steht wieder. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich glaube schon. Ich würde sagen, es ist Antwort A. Das hat mir mal jemand erzählt. Ihr habt A eingeloggt. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Gutes Wetter ist meist subjektiv und von der Situation abhängig. Unter Tage hingegen ist es ein Synonym für frische Luft ohne gefährliche Gase. Verantwortlich dafür ist der Wettersteiger, ein Bergmann, dessen einzige Aufgabe es ist, die komplexen Belüftungsanlagen der Bergwerke zu überwachen und die Luftqualität zu prüfen und zu erhalten. Ganz gut, dass im Hintergrund eine Instrumentalversion von Bochum von Herbert Grönemeyer liegt. Wir haben noch vier Kategorien. Hallo? Ah! Okay, das erklärt einiges. Wir werden gleich wieder mit ihm in Verbindung stehen. Es dauert nur einen Moment. Oh. Hallo! Da ist er wieder. Da bin ich wieder. Natürlich hast du nichts sehen und hören können, weil mein Internet war weg. Achso, ja, ergibt Sinn. Hast du meine Frage noch mitbekommen? Ja, aber nicht mehr die Antwort. War A. Okay. Um frische Luft in Bergwerken zu überprüfen. Okay. Ja, was sagt Elton denn zur Neuheit? Warum nicht? Ja. Okay. Die von Wissenschaftlern der taiwanesischen National Yunlin University entwickelte App ICT A
Berechne den zukünftigen Erfolg eines Musikstücks. B. Übersetzt Babygeschrei und zeigt das Bedürfnis des Kindes an. Oder C. Zeigt den IQ einer Person nur anhand ihres Sprachmusters an. Dann sind wir wieder. Hallo? Hi. So, dann sind wir wieder. Die von Wissenschaftlern in der taiwanesischen Yunlin University entwickelte Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Hallo? Hi. Patrick? Achso, ja, okay, ich weiß Bescheid. Hi. Hi. So. So, jetzt aber. Was sagt L in zu A? Also A schließe ich erstmal aus. Was sagt er denn zu B? Ich wäre jetzt für B. Und C? Also C will ich jetzt einmal ausschließen. Okay, keine Ahnung. Aber ich gehe einfach mal mit Elton. Jetzt gehe ich mit Elton. Jetzt ist deine Zeit zu scheinen. Also B einloggen. Ja. Wir nehmen B. Komm, wir nehmen B. Ihr entscheidet euch für B. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen es jetzt auf. Das Geheimnis der App ICT sind etwa 300.000 Audiodateien, die taiwanesische Wissenschaftler in Entbindungsstationen aufgenommen haben. Man selbst lädt eine Datei hoch, die mit der Audiosammlung verglichen wird. Dann zeigt die App, welches Bedürfnis ein schreiender Säugling womöglich hat. Die Charakteristika des Geschreis geben nämlich darüber Aufschluss, wie Eltern dem Baby helfen können. Füttern, die Windeln wechseln, Schmerz stillen oder schlafen legen. In Tests lag die wissenschaftlich fundierte App bei Neugeborenen in 92% der Fälle richtig. Sehr gut, 2500 Euro. Nicht schlecht, Alten. Weißt du doch etwas. Noch drei Kategorien. Hey, eine von fünf Fragen hat man gewusst. Schloch. Ja, das ist doch gut! Ja gut, dann nehmen wir das, ne? Womit können Setzlinge unbeschadet Frost überstehen? A. Halbierter Schuhkarton. B. Kreuzschraubenzieher. Oder C. Abgeschnittene Plastikflasche. Beim ersten Hören war A das erste, wo ich dachte, ah, das kann ich mir vorstellen, allerdings waren da B und C noch nicht genannt. Ja gut, wenn ich nur A hören würde, hätte ich auch gesagt, ja, das ist dann wahrscheinlich das Richtige, weil es nur das Einzige ist, was kam. Uff. Ein halber Schuhkarton. So. Wenn ich mal jetzt ohne den Deckel einen Schuhkarton halbiere,
Dann hat er doch trotzdem eine Öffnung. Wie will man den Setzling denn schützen? Der Frost kommt dann trotzdem doch dahin. Und wenn man den Deckel dazu tut, ist das total unnütz, weil dann kann man doch einen Kasten einfach nehmen. Eine Kiste oder so. Das glaube ich nicht. Ja. Und Kreuzschraubenzieher, was soll er machen? Soll man den Setzling umbringen, falls es frosten soll? Dann übersteht er den wirklich unbeschadet, weil, ne, kann ja nichts mehr. Der Frost kann den ja nichts mehr antun. Aber gut, man hat dann auch keinen Setzling mehr. Deswegen. C ist es nicht. Doch, ist es. Glaub mir. Ich höre nicht auf dich. Nach der Backpulver-Geschichte. Also meine Antwort ist C. Nein, meine Antwort ist C. C. Ja, wer weiß. Ne? Könnte alles sein. Klingt spannend. Ist es auch. Um Setzlinge vor Frost zu schützen, hilft eine leere Plastikflasche. Fick dich, Bernhard! Fick dich! Ihr Durchmesser sollte etwas breiter als der Setzling sein. Den Boden mit einer Schere abschneiden und die Flasche anschließend über die Pflanze setzen und etwa 5 cm tief in die Erde stecken. Tagsüber wird der Deckel zur Belüftung ab- und abends wieder aufgeschraubt. Die Flasche funktioniert wie ein kleines Gewächshaus und speichert die Wärme. Richtig! Fick dich, Bernhard, du Arsch! 2000 Euro! Die Plastikflasche ist es auf gar keinen Fall, das glaube ich nicht. Ich hasse ihn. Okay, ich wollte mich schon wieder aufs Backpulver führen. Was sagt er zu Insekten? Völlig egal. Egal! Und zum Wunderhorn? Nehme ich sehr gern. Dann der grüne Daumen. Warum sollten Blumenzwiebeln im Garten vor dem letzten Frost eingesetzt werden? Schon wieder Frost. A. Das schmelzende Eis kann leichter aufgesogen werden. B. Nährstoffe aus dem Boden werden konserviert. Oder C. Nur dann werden austriebshemmende Stoffe abgebaut. Okay, ich möchte erstmal Eltons Meinung wissen. So, ich würde A ausschließen. Weil selbst wenn es Frost ist, ist noch lange kein Eis da. Dann ist der Boden einfach nur hart. Für Frost muss kein Eis da sein. Nährstoffe aus dem Boden werden konserviert. Das kann natürlich sein, wenn der Boden noch hart ist und dann leicht auftaut, ist das besser, als wenn das total regnet und dann alles... Alles was? Ja, und dann alles, ne? C würde ich ausschließen. Also... Ich würde persönlich bei Ellen bleiben. Seine Argumentation hat halbwegs Sinn ergeben, außer dass Ellen nicht vorhanden. ich wollte eigentlich jetzt auch das Publikum fragen, aber ich weiß nicht, ob das Publikum halt was komplett Dummes sagen würde, weil wir haben immerhin 80 Leute und steht halt schon viel auf dem Spiel. Sagen wir es mal so. Ich hab das Publikum schon gefragt, also bei Insekten kann ich es nicht so rasch ziehen. Wir nehmen B. Gut, dann nehmen wir B. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Hier ist die Lösung. Zwiebeln von Frühblühern wie Narzissen, Tulpen oder Hyazinthen sollten bereits vor dem letzten Frost in die Erde gesetzt werden. Die Zwiebel ist ein Überwinterungsorgan, in denen die Pflanzen Energie speichern, die benötigt wird, um im Frühjahr auszutreiben. Dafür brauchen sie die winterliche Kälte und einen anschließenden Anstieg der Temperatur. Nur so werden austriebshemmende Stoffe in der Zwiebel abgebaut und die Pflanze kann keimen und blühen. Es bleibt bei 2500 Euro. Letzte Kategorie, die übrig bleibt. Insekten. Au! So. Raubwanzenart. Acanthaspis petax. A. Trägt die toten Körper ihrer Beutetiere als Tarnung. B. Besitzt den schmerzhaftesten Stich im Tierreich. Oder C. Ist das Wappentier Guatemalas. Das ist jetzt mal eine einfache Frage.
So, dass die Raupenwanzenart Acanthaspis pitax trägt die toten Körper ihrer Beutetiere als Tarnung, besitzt den schmerzhaftesten Stich im Tierreich, ist das Wappen Guatemalas. Habe ich Guatemala hat doch die Pyramide als Wappen. Wappentier. Ich glaube, die haben im Wappen gar kein Tier. Ist das Guatemala, Wappentier Guatemalas? Ganz ehrlich, glaubst du, ein Land nimmt sich eine Raubwanzenart? Nein. Gutes Argument. Und ich gehe davon aus, dass das Wappen einfach nur eine Pyramide ist, wegen den Mayas. Deswegen, Also, die besitzt den schmerzhaftesten Stich im Tierreich, das glaube ich nicht. Ich meine, das wäre eine Ameisenart. Nee, die stechen nicht. Ja, doch, da könntest du recht haben. Könnte eine Ameisenart sein. Aber es ist definitiv nicht eine Raubwanzenart. Und damit läuft die zu den anderen Beutetieren. Und die denken, ach guck mal, da sind Freunde von uns, sie sehen zwar ein bisschen schlapp aus. Oh Bruder, das ist ja auch schon so lange Nacht hinter dir. Komm, wir trinken noch mal einen. Dann schmeißen wir mit Äpfel auf Dosen. Aber das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie das machen würden, so. Ich nehme das. Wir nehmen A. Antwort A. Das ist das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann. Und hier ist die Lösung. Die Raubwanzenart Acanthaspis pitax ist in Ostafrika verbreitet und misst etwa 1 Zentimeter. Ihre Beute besteht hauptsächlich aus Ameisen, deren Körper sie aussaugt und danach wie einen Panzer trägt. Er soll als Tarnung dienen und Fressfeinde wie Spinnen verwirren. Forscher vermuten, dass die Spinnen Ameisen als Beute meiden, aus Angst von den Artgenossen attackiert zu werden. Das ist ja großartig. Also nochmal 500 Euro obendrauf, 2500 Euro auf dem Konto. So, damit sind alle 12 Fragen beantwortet. Wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Das wird ja richtig spannend, oder? 2500 Euro momentan auf dem Konto. Das Team Elton 2500 Euro auf eurem Konto. Die Masterfrage wird es auch heute wieder entscheiden. Denn gleich müssen beide Teams einen Betrag setzen, bekommen dann von mir eine Frage gestellt, müssen sich innerhalb von 20 Sekunden auf eine Antwort einigen. Und wer dann die richtige Antwort hat oder besonders clever gesetzt hat, der macht hier das Rennen. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Sport. Beide Teams geben ihren Geldbetrag ein, den sie setzen möchten. Ja komm, setzen wir 1250. Ihr habt eure Einsätze getätigt. Hier ist die Masterfrage. Bei der Weltmeisterschaft welcher Sportart gibt es für einen Sieg die wenigsten Punkte in der Tabelle? A. Formel 1, B. Fußball oder C. Handball? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt! Ich sag C. Beiden Teams gesetzt. Das Team Bernhard hat gesetzt. Natürlich. Das Team Elton. Wir schauen, was unsere beiden Teams getippt haben. Das Team Bernhard hat getippt auf Antwort C. Das Team Elton hat getippt auf Antwort C. Damit hast du gewonnen. Schauen wir auf die Wenn es richtig sein soll, aber
Das hat die FIFA schon 1994 beschlossen, Fußball-Weltmeisterschaften. Da gibt es für einen Sieg 3 Punkte. Beim Handball gibt es für einen Sieg der Weltmeisterschaft nur 2 Punkte. Aber bei der Formel 1 seit 2010, da gab es nämlich die Änderung. Für den Sieger eines Rennens in der Formel 1 gibt es nämlich seit 2010 nur noch 25 Punkte! Das bedeutet, hey, die Rache ist perfekt. Ich hab mir nämlich sowas Geisters sehen, dass wir 2 Punkte machen. Danke fürs Mitspielen, hat großen Spaß gemacht. Auch Ihnen zu Hause sage ich danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe auch, Sie hatten Spaß mit uns. Ich bin übrigens froh, dass ich meine Meinung geändert habe. Ich wollte ursprünglich nur 1 Euro setzen. Bis dann die Kategorie Sport kam. 125 Euro für jeden Zuschauer. Bam! Das habt ihr 80 Loser davon. Das haben sie verdient. 7 Minuten war ich übrigens in der letzten Folge, die Werbepause. 3/4 Stunde hat diese Show nur gedauert. Vielleicht waren wir auch diesmal einfach nur schneller. Aber BAM! Kann auch sein. Ich find's gut, dass ich mit den 40 Leuten gewonnen habe. Haben die mehr von ihrem Geld. So, damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Also, möchtest du noch was sagen? Nein. Okay, dann hat der Sieger das letzte Wort und diesmal bin ich ja der Sieger. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Möchtest du nicht noch tschüss sagen? Tschüss. Tschüss.